meine verehrten Mitglieder des Rats. Dänemark, 1769. Ein irrer König schockiert die Hofschranzen. Beleidigt werden. Ich, König Christian der VII., erkläre hiermit den Krieg gegen die Scheiße. Künftig der einzige Mann, der auf den wirren König Einfluss hat, ist er. Johann Friedrich Stohnsee, sein deutscher Leibarzt. Er weiß mit Christians Wahnwitz umzugehen. Und Gourmand soll Ehrenmitglied der Ratsversammlung werden. Der Film Die Königin und der Leibarzt erzählt eine wahre Geschichte. Ausgerechnet die gebildete junge Caroline Mathilde, Prinzessin aus England, wird mit Christian verkuppelt. Noch glaubt sie, auf einen kunst- und nicht schwachsinnigen Gatten zu treffen. Bald weiß sie es besser. Christian, Opfer einer sadistischen Erziehung, ist kindisch, psychisch labil und hemmungslos. Schauspieler Mikkel Völsgaard bekam für seine Leistung den Silbernen Bären der Berlinale. Ich fing an, ihn dafür zu hassen. Es sind viele Bücher über König Christian VII. Geschrieben worden. Ob er wahnsinnig war oder nicht, ob er manisch-depressiv war oder schizophren. Eins steht fest, dass er sehr unglücklich darüber war, König sein zu müssen. Ich sehe ihn nicht als Wahnsinnigen, sondern eher wie ein kleines Kind, ziemlich naiv und unschuldig. More like a small child, actually. Quite naive and quite innocent. Sein Arzt Stohnsee ist Anhänger der Aufklärung, ein Revolutionär. Sie muss, dass du wieder allein sein? Er versteht Christian und gewinnt sein Vertrauen. Die Liebe des Königs nutzt er, um aus Dänemark ein modernes Land zu machen. Ohne Folter und Zensur. Christian soll die Macht von Adel und Kirche beschneiden. Du könntest ein überragender König werden, Christian. Du könntest viel bewegen, wenn du deine Macht im Rat einsetzen würdest. Ich bin dem ganzen Zinnober nicht gewachsen. Doch, das bist du. Wie denn? Indem du das machst, was du am liebsten machst. Theater spielen. Ich erkläre den ganzen Rat für aufgelöst. Damit übernimmt Struensee die Staatsgeschäfte. Auf meinen ausdrücklichen Befehl hin wird die Führung der Angelegenheiten des Landes einem Kabinett übertragen, bestehend aus mir und Johann Friedrich Stohnsee. Stohnsee ist ein Mann, der an bestimmte Ideale glaubt. Und für mich wird es niemals altmodisch sein, an Ideale zu glauben. Und deshalb ist er eine Figur, mit der wir uns auch heute identifizieren können. Was den Film modern und zeitgemäß macht, sind die Gefühle und das Schicksal der Figuren. Ja, ja, wir sprechen im Film anders und tragen Kostüme von damals, aber die Gefühle sind ganz modern. But we are trying to keep it as modern as we can in the inside, at least in the emotional basis. Der Stoff ist nicht nur politisch explosiv. Die Königin entflammt für Strunz. Königin und der Leibarzt ist wie ein konventioneller Kostümfilm inszeniert. Was ihn so spannend macht, ist das außergewöhnliche Verhältnis der drei Hauptfiguren zueinander. Verbotene Liebe und der gefährliche Traum von Freiheit für alle. Noch ist ihr Liebesglück auch ein Glück für den König und für Dänemark. Eine Ménage à trois, die allen gut tut.
Dieses Dreiecksverhältnis gründet auf Liebe. Ich finde es schön, dass hier keiner den anderen für jemand anderen verlässt. Sie bilden ihre eigene kleine Familie, in der jeder auf den anderen angewiesen ist. Aber das Volk, das Stromsee von Elend und Unterdrückung befreien will, sieht genau das als Verstoß gegen die gottgegebene Ordnung. Stromsee tat zu viel des Guten. Das ging zu schnell für die damalige Zeit. Er war ein armer Arzt, der an den Hof kam und de facto König wurde. Er erließ zu viele Reformen in zu kurzer Zeit und die Menschen konnten dem nicht folgen. Sie fragten, wer ist denn der Typ, der da regiert? Obwohl die Reformen gut waren, es ging einfach zu schnell. Dass Adel und Klerus ihn loswerden wollen, ist klar. Unser König steht unter dem Einfluss eines Aufklärers. Sie dürfen so einen gefährlichen Mann wie Struensee am Hof nicht dulden. Sein Weg zur Macht wie auch sein Untergang sind zutiefst menschlich. Er sucht den Ärger nicht, aber er kriegt ihn. Das aufgehetzte Volk wendet sich gegen seinen Wohltäter. Der ist jetzt ein feindlicher Ausländer und Verräter. Intrigen, Macht, Politik und große Liebe. Ich liebe dich. Ein Historiendrama zum Mitfiebern. Ich liebe dich. Auf der Berlinale wurde der Film gleich mit 2 silbernen Bären ausgezeichnet. In Dänemark brach er alle Rekorde. Wie er ausgeht, ist bekannt. Doch kaum hat man den Film gesehen, will man noch mehr über die wahre, aufwühlende Geschichte wissen.